Ein Sonntagvormittag im Februar, der in diesem Jahr besonders mild ausfällt. Die Sonne blinzelt durch mein Fenster meiner kleinen Bude. Das Licht bricht sich am Gardinstoff und trifft auf meine blasse Hand, die gerade den Kaffeepott hält. Mir fällt auf, wie farblos meine Haut geworden ist. Ich beschließe, den bisschen Sonnenschein mitzunehmen und ziehe mich an. Packe Stift und den kleinen blauen Spiralblock in Größe A5 in den kleinen Rucksack. Noch etwas zum Trinken. Die Treppen fliege ich dann förmlich hinunter. Das Schloss der Haustür rastet ein. Ich atme noch einmal tief durch. Dann geht es los. In schnellen Zügen schreite ich aufrecht dem Eichepark, der sich um den Wuhletalwächter schlängelt, entgegen. Hoffentlich ist die Bank noch frei. Ein leichter Wind bläst mir ins Gesicht. Die Augen tränen, trotz Brille. Die Tränen behindern meine Sicht. In der Ferne erkenne ich die Bank. Noch ist sie frei. Ein älteres Ehepaar kommt der Bank gefährlich nahe. Bloß nicht hinsetzen, denke ich mir. Vielleicht ein Wettrennen für den Platz an der Sonne? Ich habe Glück. Sie laufen weiter und überlassen mir den Platz. Zu früh gefreut. Als ich angekommen bin und mich niederlassen wollte, stellte ich fest, dass die Bank überall mit Joghurt beschmiert war. Meine Mundwinkel sinken zu Boden. Fast wollte ich weiterlaufen. Da entdecke ich die freie Fläche ganz am Rand. Ich breite den Stoffbeutel, den ich immer dabei habe, fein säuberlich aus und setze mich hin. Lasse die Joghurtflecken links neben mir liegen. Mein Blick fällt auf die 6 Riesen im nördlichsten Stadtviertel von Marzahn. 6 große Wohnblöcke, auch Arbeiterschließfächer genannt, sie ragen aus dem noch nicht grünen Buschwerk hervor. Wie frisch gewachsener Spargel, bereit, um gestochen zu werden. Sie prägen harmonisch das Bild meines Ausfluges. Nur ein 10-stöckiger Neubau mit einer Baugiraffe in grün-gelber Musterung stört den Anblick und verleiht dem Betrachter eine gewisse Enge. In Zügen lacht mir die Sonne ins Gesicht. Ich setze meine karierte Schiebermütze ab. Luft, Farbe für mein ergrautes Haupt. Hole tief Luft. Lasse den Atem der dunklen Jahreszeit in die Welt hinausziehen. Einen Zug mehr für die Klimaerwärmung. Solange es genug Sauerstoff gibt, atme ich munter weiter. Denn ganz bestimmt erlebe ich nicht mehr, wie die Puste mir ausgeht. Gott sei Dank. Da sitze ich nun und schreibe an diesem sonnigen Februarsonntag diese Zeilen. Meine Gleichgültigkeit ist von einer Leichtigkeit geprägt, die befreiend wirkt. Ein Jogger im mittleren Alter zieht seine Bahn. Sein Outfit suggeriert Sportlichkeit. Sein aufrechtes Gehabe erinnert mich an die Paviane im Rostocker Zoo. Das Männchen sitzt allein und präsentiert sich. Das kraftvolle Verstellen unterdrückt seine Schwächen und macht ihn interessant für die Weibchen. Lästig sind nur seine Neider in der Gruppe. Die versuchen, ihm seine Damen streitig zu machen. So zieht der Jogger dahin und noch in der Ferne erkenne ich seine Fettpölzerchen, die sich durch sein viel zu enges Turnkleid abzeichnen. Ein Schmunzeln macht sich in meinem Gesicht breit. Nur kurz verhallt ein innerliches Lachen, bis sich der Blick auf meinen Leib senkt. Das Grinsen verstummt. Meine Stirnfalten übernehmen die Fortsetzung. Erinnerungen werden wach. Kaum 2 Jahre sind vergangen, als ich ein wichtiges Erlebnis zu spüren bekam. Manchmal, wenn es die Zeit zulässt, fahre ich im Sommer mit meinem Drahtesel nach Biesdorf an den Baggersee. Das Schwimmen tut gut, nicht nur für meinen Körper, auch mein Geist wird vom Schmutz des Alltags gereinigt. Waschtag. Fürsorglich schnallte ich mein Fahrrad an eine junge Birke. Meine Badesachen nahm ich mit einem Griff und keine Minute später breitete ich schon das große Handtuch auf dem Zuckersand aus.
Gerade wollte ich mich ausziehen, da sah ich Carsten, ein langjähriger Freund, der hier regelmäßig in der Sommerbadewanne seine Bahn zog. Ich gesellte mich zu ihm. Ein kurzes, aber lautstarkes Hallo, und kaum wollte ich fragen, wie es so geht, riss er mich mit ins Wasser. Den Blässhühnern wetteifernd zogen wir beide durchs Wasser. Ein Tratsch hier, ein Tratsch da, und schon schwamm ich ans Ufer. Stufenweise trat mein nackter Körper aus dem Wasser. Als meine Oberschenkel zu sehen waren, ertönte eine Stimme von der Backbordseite: Was hast du denn da gemacht? Bist du aber fett geworden? Ich erschrak, fühlte mich allein auf einer großen Bühne, ausgelacht vom Publikum. So schnell ich konnte, machte ich mich aus dem Wasser, das Badehandtuch wie ein Bühnenvorhang schnell ums Problem gewickelt. Da stand ich nun. Meine Blicke musterten alle Leute um mich herum. Haben Sie was mitbekommen? Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, als Carsten zu mir stieß und mir seine netten Vorschläge präsentierte, das Problem an meinem Körper zu lösen. Es war mir peinlich und zum ersten Mal wurde mir mein aus der Form geratener Körper bewusst. Ich war angewidert und machte den ganztägigen Ausflug an den See zu einem Kurzbesuch. Ich schwang mich aufs Pferd und ritt davon. Unterwegs arbeitete es in meinem Kopf. Mein Körper war hundertprozentig auf Flucht eingestellt, wie ein Schnellkochtopf, der gerade im Begriff ist zu explodieren. Mein Castle war in Sichtweite. Ich schloss die Tür hinter mir zu, legte mich ins Bett und vergrub mich im Federkleid. Ja, ich bin ein Angsthase. Es ist gar nicht so einfach mit den Ängsten, die einen umhüllen, zu leben. Fluch und Segen zugleich, wie es der Ex-Detective Monk in der gleichnamigen US-Serie sagte. Eine Weile verharrte ich in der Embryonalstellung und versuchte, meine Atmung in den Griff zu bekommen. Irgendwann wurde es mir zu warm unter der Decke. Ich stand auf, wie ein gefallener Engel, der wie ein Schmetterling seine Flügel dem Licht entgegenstreckt. Es knackt. Schluss damit, sagte ich mir. Wovor habe ich Angst? Ist es denn nicht nur ein Überbleibsel aus der Vergangenheit? Was hatte ich zu verlieren? Ich musste was tun. Scham und Traurigkeit macht sich in mir breit, aber auch Mut und Tatendrang. Das Teufelchen in mir piesackt meinen Schutzengel. Noch ein bisschen Traurigkeit, nur ein bisschen noch. Mein Schutzengel blieb stark. Mit einem Kehrbesen, deren Borsten extra stark sind, begann er, die Krümel des Negativen von meinen Schultern wegzufegen. Als er fertig war, grinst er mir frech, aber stolz und zufrieden ins Gesicht. Ohne Worte. Mein Daumen berührte das Display meines Handys und ich begann im Netz zu recherchieren. Sportstudios in Berlin. Bei FitX blieb ich stehen und suchte vergleichbare Studios, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähnlich waren. Es blieb dabei. FitX sollte es sein. Am selben Tag vereinbarte ich via www ein Probetraining. Es ist bereits Nachmittag und ich beschloss, noch etwas spazieren zu gehen. Die Sonne brannte. Ich schwitzte sogar. Meine Beine wurden mit jedem Schritt schwerer. Der Spann meiner Füße schmerzte. Jetzt erst merkte bzw. spürte ich die Missachtung meines Körpers. Der Gang war schwer, die Haltung eine einzige Katastrophe. Ich ließ mich von den Symptomen meiner Unsportlichkeit nicht ablenken und fuhr mit meinem Plan fort, diesen vernachlässigten Körper zu formen. Als ich zurück nach Hause ging, schlüpfte ich schnell noch in den Discounter. Kaffee besorgen. Mein Geist war bereits auf dem Weg zur Kasse, als ich nochmal abbog und mir die Grabbelkisten mit den Sonderangeboten begutachtete. Ein Nordic Walking Stockpaar schaute mich anflehend zwischen all den Krimskram an, in der Hoffnung, dass ich sie mitnehme.
Das Lächeln, gespickt mit einer Prise Spott, konnte ich mir nicht mehr verkneifen. Da hörte ich sie schon leise murmeln: Warte nur, bis wir dich kriegen, dann werden wir dir Beine machen. Kurzes Verstummen. Dann nahm ich sie für läppische 5 Euro mit und ich dachte mir, hoffentlich sind sie es wert. Freudig hörte ich sie um Verzeihung bitten und ich verzieh ihnen: Ab heute seid ihr beiden meine Zugpferde. Und sie parierten. Irgendwie glaubte ich noch nicht an die ungewöhnliche Vertragsbindung, aber im Laufe der Zeit stellte sich das als unbegründet heraus. Gleich am nächsten Tag probierte ich die beiden aus. Sie sind höhenverstellbar und ihr Griff ist ergonomisch geformt, verziert mit längenverstellbaren Schlaufen für mein Handgelenk. Ich trat an, wie beim Appell bei der Armee. Hacken zusammen, gerade gestanden, maßnehmend für die richtige Höhe meiner Sporthelfer. Ich bekam sofort eine positive Rückmeldung. Meine Wirbelsäule richtete sich an der Linie des Linoleumübergangs aus und zeigte mir die Richtigkeit des aufrechten Ganges. Ich war beeindruckt. Meine Ungeduld stieg. Die Jacke war schnell übergezogen. Die Schuhe standen parat, bereit, um hineinzuschlüpfen. Und schon ging es los. Beim Laufen versuchte ich, gerade zu bleiben. Brust raus, Arsch rein, so heißt es. Nur was machen, wenn die Brust fehlte und der Arsch nicht zu sehen war? Mein Schritt war mühsam und zog sich in die Länge. Die kleine Runde ist es, vorbei am Wundetalwächter hinauf zum Belziger Ring. Als ich meine Tür aufschloss und die beiden Stöcker in die Ecke stellte, merkte ich die Schmerzen. Die Wirbelsäule, die Beine, der Po und all die kleinen Bereiche, die man bis dato noch nicht kannte. Muskelkater. Und nicht nur der meldete sich. Nein, auch das Teufelchen auf meiner rechten Schulter sitzend meldete sich unaufgefordert zu Wort. Habe ich es dir nicht gleich gesagt? Lass es doch einfach. Das Leben kann so herrlich bequem sein. Fast hätte ich ihm geglaubt. Da scheuchte das gutherzige Engelchen das Teufelchen von der Schulter. Du wirst sehen, wenn du dran bleibst, können deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Bleib stark, du bist nicht allein. Kaum waren die Worte erklungen, verblasste die gute Fee im Nirgendwo. Jetzt hieß es dranbleiben. Um mir ein zusätzliches Erfolgserlebnis als Begleiter meiner Aufgabe zu schaffen, sozusagen als Unterstützung für mein Engel, besorgte ich mir einen Schrittzähler einer französischen App für mein Handy. V-Word, der Tempogeber mit Herz in Gestalt eines niedlichen Panda-Bären. Es winkten einige Belohnungen für meine Anstrengung. Das forderte mich heraus. So trug ich das Handy immer bei mir und registrierte täglich meine Schritte. Einige Wochen vergehen und zum ersten Mal erlebe ich den Erfolg, den mir mein Engel versprach. Der Gürtel wird jetzt enger geschnallt. Einige Hosen habe ich aussortiert, weil sie einfach nicht mehr gut aussahen. Und wer will schon gerne mit einem Kartoffelsack herumlaufen? Es wird jetzt wieder modischer und figurbetonter bei mir. Mein Grinsen will nicht weichen. Und seit ich angefangen habe, ein kleines Tanztraining aufzunehmen, kann ich mir nun auch die Schuhe im Stehen zubinden. Das Tanzen ist zu einer Religion geworden. Wann immer ich kann, baue ich einige Übungen, zum Beispiel bei der Hausarbeit oder vor dem Schlafengehen, ein. Auch auf dem Weg ins Sportstudio ist es zu einem festen Ritual geworden. Ich steige dann extra 2 Tramstationen früher aus, setze meine Bluetooth-Kopfhörer auf, suche mir einen interessanten Rhythmus aus den verschiedensten Playlisten aus und drücke voller Freude auf Play. Kaum ertönt der erste Ton, beginnt es in mir zu vibrieren. Meine Hüfte dreht sich im Kreis. Der Po schwingt wie ein Wackelpudding hin und her. Ein abgesenkter Bordstein lässt meine Beine in die Luft fliegen. Ein kurzer Moment, der sich anfühlt, als wäre man ein Vogel. Leichtigkeit und Freude umgibt mich. Bestimmt beobachtet man mich und wundert sich über das hüpfende Häschen am Bordstein. Scheiß drauf, mir geht es gut.
Ich feiere die Leichtigkeit meines Ichs. So geht es Tag ein, Tag aus. Ich verspüre keine Erschöpfung, außer dem Muskelkater, der mich liebevoll wie eine Python umarmt. Die Mühe macht sich bezahlt. Das Engelchen steigt hinauf auf das erste Siegertreppchen und ich knutsche es von oben bis unten ab. Etwas benommen, aber glücklich, grinst es dem Teufelchen entgegen, das den undankbaren vierten Platz bei diesem Kampf gemacht hat, und steckt ihm frech die Zunge raus. Das Teufelchen schmollt. Als kleiner Trost klopfe ich ihm auf die Schulter. Seine Mundwinkel fahren bis an beide Ohren. Mit einem Auge blinzelt er dem Engelchen entgegen. Sie nehmen sich beide in die Arme und feiern gemeinsam den Sieg. In diesem Spiel gibt es keine Verlierer, sofern man die Herausforderung annimmt und an sich arbeitet. Im Kleinen wie auch im Großen. Träume sind schön. Man muss sich aber auf den Weg machen, will man sie verwirklichen. Mach dich auf den Weg und verspüre die Leichtigkeit des Seins und feiere die Veränderung. Ich wünsche dir viel Glück dabei.